Willkommen bei mir, dem Thorsten Ratoto, beim Clan True Warriors 2. Ja, fast 1 Million dunkles Elixier hier auch mit dem Barfuß hier bald eingeheimst. Ich weiß gar nicht, wo die reingegangen sind, denn der ist ja immer noch Rathaus 8. Und es wird auch wirklich Zeit, dass der hier mal auf Rathaus 9 geht. Denn den Schatzmeister, den schaffe ich ja sonst gar nicht. Ich hole ja immer nur ein bisschen Dunkles ab und ein bisschen Elex. Naja, aber irgendwann wird es auch mit dem Barfuß hier. Aber warum sind wir eigentlich hier? Wir wollen mal schauen hier, wie eigentlich unser Kriegslog aussieht. Und ihr seht das hier, wir sind auch kurz vor Clan Level 6. Da müsste es eigentlich nochmal einen netten Vorteil geben. Ja, 35% der Kosten werden refunded, also nochmal zurückerstattet, wenn man eine Truppe spendet. Und das ist natürlich sehr, sehr nice. Zusätzlicher Lagerplatz in der Schatzkammer, 30% nochmal mehr. Das ist auch echt super. Aber ich hätte ja drin bleiben können. Wir schauen hier mal ins Log rein. Ja, und bei den True Warriors 2, da sieht das eigentlich immer ganz durchwachsen aus. Auch mal eine Niederlage. Hier haben wir mal 2 eingesteckt, das wisst ihr. Aber den letzten haben wir wieder super gewonnen hier. Auch sehr, sehr knapp. Also sehr, sehr knapp und sehr, sehr taktisch. Und der Titel hat es ja verraten. RH9 rockt hier. Gar keine Frage. Natürlich rocken auch alle anderen. Auch das ist keine Frage hier. Also auch RH8 und ich weiß gar nicht, ich glaube, wir haben im Moment gar keinen RH7 hier. Deswegen starten wir natürlich auch heute mit einem RH8 hier an der Stelle. Das ist der Yoda hier auf den leicht gerushten 10er. Also er hat ja ein Rathaus 10, aber die Defense-Gebäude sind natürlich also ein bisschen Rathaus 8, ein bisschen Rathaus 7. Hat da irgendwo eine Queen am rumhampeln. Er macht hier ganz, ganz easy die Mauern auf. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Einfach mal so eben mal 2 Mauerbrecher schnell da reinlaufen lassen. So schnell ist die Queen dann auch nicht. Jetzt kommt der Clanburg-Drache und er in der Mitte hat er aufgesprengt mit einem oder mit 4 Erdbebenzauber. 4 Stück brauchst du, um so ein Loch zu machen. Und also 4 Stück, egal welcher Stärke. Also auch Level 1 Erdbeben macht Level 12 Mauern auf. Ja, das dürft ihr nie vergessen, aber er macht natürlich an den umliegenden Gebäuden viel, viel weniger Schaden. Er macht die Mauern auf, aber dann ist es das auch gewesen. Und oh, hier kommen natürlich jetzt noch ein bisschen mehr hier, mehr Truppen raus, denn der Kollege hat eine volle Clanburg gehabt, das heißt also 35 Platz hier. Deswegen, aber er hat in der Mitte natürlich schöne viele Magier, die jetzt nochmal die Lohns hier sicherlich vom Himmel holen. Bevor die den Hox ein bisschen zu nahe kommen. Ja, das hat da schon mal geklappt. Und unterstützt wird er hier vom Bola, Valkyren, also eine ganz bunte Mischung hier in der Base. Aber schön mit den Hox hier, die schön fürs Cleanup mitzunehmen, ist natürlich top. Also auch eine gute Kombi hier mit den Valkyren, den Bolern. Ja, könnte ich mir mal was von abgucken. Der Erdbeben, der kommt mir natürlich in die Quere, den mag ich ja gar nicht. Und deswegen ist das doch keine Kombi für mich. Ich mag Mauerbrechersprung, das ist meine Armee. Und den Erdbebenzauber setze ich natürlich auch ein, gar keine Frage, denn wenn ich mit meinem R8 hier mit Drachen angreife, dann nehme ich auch gerne mal wieder einen Erdbebenzauber an der Stelle. Und wir schauen mal, was er hier noch zu tun hat. Ah, da sind es die 100%, also schöner. Ja, was ist das eigentlich? Go, Viva, Ho. Hat ja immer nette Kürzel, so eine Truppenkombination. Was hat der Barfuß hier gemacht? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ah, hier ist er. Jo, hier ist er. Ah, okay. Das ist eine Base, die hatte ich auch schon mal. Deswegen wusste ich auch so ein bisschen, wie sie geht. Aber ich habe hier tatsächlich mal Drachen genommen. Ist auch sehr unüblich, was ich allerdings nicht mache. Ich nehme nie eine volle Anzahl von Drachen mit, sondern ich nehme immer so ein paar Lakaien mit. Die machen mir schon mal so ein paar Außengebäude, sodass die Drachen relativ schnell in die Base fliegen können. Denn über alles, was die Drachen ja letztendlich jetzt erstmal aufhält, also die sehr, sehr starken Gebäude hier, solange sind die irgendwo unter Beschuss. Hier jetzt schon von den ersten Bogenschützentürmen, aber das ist jetzt nicht ganz so schlimm. Die Lakis unterstützt immer noch so ein bisschen und ich setze die Drachen dann immer Stück für Stück, also einen nach dem anderen, sodass die jetzt eigentlich hier in der Mitte einen super Funnel haben mit den vielen Drachen. Und jetzt habe ich natürlich 2 harte Gebäude vor mir und den Clanburg-Drachen. Der wird jetzt durchgegiftet und hier haue ich den Wut rein, dass die wirklich das Rathaus schaffen, den Clanburg-Drachen schaffen und auch das Elex-Lager, denn die haben
ziemlich viele Heal Points, die Gebäude, und setze hier jetzt, wie ich es eigentlich sehr, sehr häufig mache, meinen King einfach aufs Spiel. Lass den außen mitrennen, dass die Drachen möglichst in der Base bleiben und jetzt nicht irgendwo mehr außenrum fliegen. Aber die Luftabwehren sind natürlich zu dem Zeitpunkt jetzt schon weg. Und ich denke mal, ja, kann ich mal wieder gebrauchen. Ich habe mich dazu mal wieder entschieden, dass ich mal wieder einen Drachenangriff mache. Denn ich muss auch mal wieder was zwischendurch machen. Also nur Gohok wird dann auf die Dauer auch langweilig und funktioniert natürlich auch nicht immer. Aber der Drachenangriff, ja, hat richtig gut funktioniert. Auch die Bauhütte nicht vergessen. Danke, Herr Lakaya, hast du gut gemacht. Und dann sind das hier, denke ich mal, schöne 3 Sterne gewesen von mir, It's Ego. Und ich werde die jetzt auch wieder häufiger nutzen in den Clankriegen, denn das ist nach wie vor, finde ich, auch des RH8 das stärkste Waffe hier. Drachenangriffe auf RH8, manchmal sogar auf RH9. Und nach wie vor, wenn die gut fliegen, Feger steht vielleicht nicht so gut, dann hat man mit denen doch relativ leichtes Spiel. So, wir nähern uns jetzt schon den 9er Region. Ja, so fast, glaube ich zumindest. Da ist es ein 9er. Jack Julius, ich hatte mir vorher schon so ein paar angeschaut hier. Das ist ein RH9 auf RH9 mit 6 Heilern. Das ist natürlich auch krass. 6 Heiler, wollen wir mal gucken, wie er die einsetzt hier. Den habe ich noch nicht gesehen. 6 Heiler, hier lockt er jetzt schon mal ein bisschen Clanburg. Okay, da kommen 3 Babydrachen raus. Das ist natürlich gut, dass die sich jetzt nicht teilen, weil im Moment haben die nur ein Ziel. Und das ist hier an der Stelle die Queen. Das heißt, die machen ja sowieso schon mal weniger Schaden, wenn sie im Pulk sind, also wenn sie nah aneinander sind. Entfalten die ja ihre Wut nicht. Und jetzt nur auf ein Ziel vor allen Dingen gemacht, ist natürlich wunderbar. Man kann die 3 ruhig in der Clanburg nehmen, finde ich. Denn man hat ja die Hoffnung, dass sie sich teilen. Da machen die natürlich viel, viel mehr Schaden und man muss sich dann um 3 Truppen kümmern, die womöglich an 3 verschiedene Orte fliegen. Aber jetzt weiß ich auch, wofür die restlichen Heiler hier da sind. Auch nicht schlecht. 6 Heiler, na, das ist eine coole Kombi. Die gucke ich mir auch mal ab. Denn einfach mal mit, ich weiß gar nicht, wie viel Heiler, ich glaube, oben sind es 2 an der Queen und dann nochmal 4 Stück in der Mitte für den Rest der Truppen, also für die Päcker schön, jetzt nochmal durchgehalten hier in der Mitte. Und da die Riesenbombe Glück gehabt bei den Bolern. Die wären nämlich fast gerade alle draufgegangen. Jetzt kriegt er zwar innen drin viel Beschuss hier auf seine Truppen, aber außen geht natürlich die Queen noch voll unter Heilung immer schön mit. Und hier jetzt den letzten Wut nochmal, den King verpasst und auch den Päcker und den paar Bolern. Da machen die hier nämlich schon mal den Tesla. Und hier am Ende hat er, glaube ich, noch einen Hawkrider, glaube ich, gerade gehabt. Und den Skelettzor, aber auch nicht schlecht. Schöne Kombi hier. Ist auch mal was für uns was Neues. Dann ist das auch nicht ganz so langweilig. Also hat er gut gemacht hier. Queen ist noch zündbar an der Stelle. Aber der Kollege hat natürlich auch seine Mauern hier noch nicht eingebaut. Das heißt, von den Ausmaßen her ist es noch eine Rathaus-Level 8 Base. Und die Skelette vom Skelettzauber machen jetzt hier auch die Hütte weg. Jawohl, super gemacht hier, Yoda. Coole Kombi, Yoda, Chris, Entschuldigung, coole Kombi hier, das muss ich mir mal merken hier, mit 6 Heilern, okay, er nimmt dann nur 2 Hawks, ein bisschen zum Locken, ja, alles klar, notiert. Okay, so, dann sind wir jetzt schon hier oben, ja, ich habe hier mit dem Donnerbengel 84%, die hat keiner geschafft von uns hier, die Base, ich weiß auch nicht, woran das gelegen hat, aber wir haben hier noch weitere RH9-Kämpfe und ihr seht auch, dass wir schon relativ hoch sind und wir sind immer noch bei RH9, denn wir hatten nur ein RH10er mit und der Gegner hatte auch einen RH10er. Das birgt natürlich hier in diesem Clan immer die Gefahr, was machen wir, wenn der RH10 seinen Gegenüber den RH10 nicht schafft, wenn er denn macht. Ja, wir haben diesmal ein bisschen umgeplant und haben gesagt, bei uns macht ein RH9er den RH10er und unser RH10er schafft womöglich 2x3 hier auf die starken RH9er Bases. Das ist auch an der Stelle nicht ganz gelungen. Einen hat er gemacht, der König Vegeta ist es, glaube ich. Aber hier hat dann im RH9 Bereich musste dann alles oder sehr, sehr viel halt passen. So wie auch hier beim La Bestia Negra. Ihr könnt euch sicherlich erinnern, vor 1-2 Wochen hatte ich schon mal einen Clankrieg, da hat er gar nicht angegriffen und ist jetzt aber wieder seit 2 Kriegen voll bei der Sache hier. Voll im Saft. Also er steht voll im Clash of Clans Saft und hat hier jetzt echt noch viel vor sich. Mich wundert es gerade. Hier ist ja jetzt noch so viel über. Jetzt hat er noch einen Sprung
Zweisprung sogar. Zweisprung und ein Heilzauber. Wie setzt er die denn jetzt wohl gleich mal ein? Da bin ich ja mal gespannt. Oder ob er sie gar nicht einsetzt, aber er muss noch mal in die Mitte rein. Da kommt er nicht rum. Denn wir haben ja in der Mitte noch einen Tesla, also relativ mittig. Wir haben dann noch den X-Bogen. Oh. Mann. Das ist ja schon eine gewagte Sache. Ah, jetzt lässt er endlich seine Queen springen. Die musste jetzt lange genug an der Mauer verharren. Und so ist er hier also weitergekommen. Okay. Ja, jetzt hat er immer noch einen Sprung und einen Heil. Mal sehen, ob er jetzt seine Queen durchheilt. Ja, ich wollte es gerade sagen, könnte Sinn machen. Und außen gehen immer noch die Hexen voll unter Heil. Also auf beiden Seiten, guckt euch das mal an, rechts, links, Hexen voll unter Heilung mit dann der Queen in der Mitte. Das ist echt ein cooles Bild, was das gerade hier abgibt. Und ja, der Minenwerfer kann jetzt noch ein bisschen gefährlich werden, aber wenn die Hexen hier so stark unter Heilung sind, jetzt guck mal, wie viele das noch sind. Ja, das sind auf der Seite hier, glaube ich, links zähle ich 4 Stück und rechts sind es, glaube ich, 2 Stück. Also Hammer. Hammer. 6 Hexen noch am Leben. Queen ist noch am Leben. Okay, super Angriff hier mit Only Hexen. Only Hexenheiler, ja, ist auch nicht schlecht. Schöne Kombi auch hier mal was ganz, ganz anderes. Also hier sehen wir jetzt wirklich mal so ein bisschen, ja, ein bisschen Standardkombis, aber so ein bisschen umgewandelt teilweise. Und wir haben hier vom King Ali, das müsste der zweite Angriff vom King Ali sein. Ja, das ist auch der zweite, der sich hier für einen Luftangriff entschieden hat. Ja, schöner Golaloon hier. Das ist auch das, was ich mag, auch im RH9-Bereich. Absolut coole Angriffsstrategie, auch wenn er hier über die Spitze geht. Aber gerade beim Golaloon, Queen muss weg. Queen muss einfach weg und die ist natürlich schön am Rand hier. Das können schön die Magier erstmal erledigen. Und jetzt kommt er hier mit Killscott rein. Funnel ist ihm gut geglückt. Da dürfte eigentlich auch nicht so viel jetzt nach außen laufen wollen. Tut's auch nicht, denn außen ist schon relativ weit geklärt worden. Schön den Jump hier gesetzt. In die Mitte rein. King dabei. Die Golems tanken hier sehr, sehr schön in der Mitte. Ich nenne das jetzt mal tanken. Ja, irgendjemand hat mal gesagt, ah Toto, du sagst mal Tank. Ja, Tank. Ihr wisst genau, was ich meine. Und jetzt noch die Doppelkanone, die beiden Golis hier, die sind so ganz behende, ne? So ein Golem ist ja so ganz, oh, ich bin mal ein Golem. Aber jetzt kommt er hier schon von links mit den Lavahunden, gefolgt von den Ballons hier in die Base rein. Ja, ist natürlich schwierig, hier stehen die Luftabwehren sehr, sehr eng nebeneinander. Und da sind natürlich die Hunde ganz, ganz schnell weg. Gar keine Frage, wenn die so dicht stehen. Aber er hat jetzt mit Eilzauber die Ballons hier noch so ein bisschen schneller gemacht. Vielleicht hat er noch Glück, dass der zweite Hund hier vielleicht noch mit weggeht. Wäre natürlich super, wenn er noch aufploppt. Ah, das tut er nicht, schade. Weil dann hat man einfach noch ein paar mehr Welpen in der Base, die jetzt beim Abraum helfen könnten. Denn, ihr seht das, mit einer Wetter. Das sollen jetzt noch in 39 Sekunden 100% werden. Ja, aber er hat noch ein bisschen im Backend. Immer noch einen Ballon, mal sehen, wo er den setzt. Ah, okay, den setzt er hier. Ja, weil auf der rechten Flanke, da fliegt der Ballon schon zurück zu der Bauhütte. In der Mitte, die beiden Golems quälen sich hier am schwarzen Pott. Naja, Golems, ihr meint die sicherlich gut, aber die Jungs aus der Luft kommen euch einfach mal zu Hilfe. Und dann ist dieses Lager hier ganz, aber sie schaffen es doch noch. Oh, sie helfen doch noch ein bisschen, klopfen noch 2-3 Mal dran. Ja, das sind immer, ja, das ist immer schön anzusehen hier mit den Golems, die ja echt viel jetzt eigentlich weggetankt haben. Aber der Rest dahinter hat dann wohl richtig gute Arbeit geleistet, denn die beiden waren noch voll. Die waren noch nicht auf und das ist natürlich super. Gut gemacht hier an der Stelle und wir sind jetzt schon bei 5 hier, ihr seht das. Also auch hier oben haben wir wirklich nicht viel offen gelassen. Und 2 auf 2 ist hier 9 auf 9, also die Kriege hier oben sind sehr stark RH9. RH8 lastig liegt einfach daran, wir haben hier nicht so viel RH10 bei uns im Clan, bei den True Warriors und suchen ja immer noch hier einen ganz guten Zehner. Ich komme ja auch ab und zu rüber, das merkt er ja auch, zum Bowler spenden hier. Vor allen Dingen, denn ja, an denen mangelt es dann oftmals hier, denn wir können ja auch nicht verlangen, dass unsere beiden Zehner oder sind es 3, ich weiß es gar nicht, die ganze Zeit hier dauerhaft erstmal in der Kriegsphase da sind. Das hält ja auch jeder anders. Ich mache das ja auch in der Regel so, dass ich erstmal, wenn ich denn hier in dem Clan bin, only Spendentruppen fertig habe für die Jungs und Mädels hier, sodass die erstmal ihre ersten Angriffe überstehen.
Und dann wird es auch ein bisschen ruhiger. Also nicht nur um mich dann, sondern dann ist die Meute hier erstmal gesättigt. Das heißt also, alle haben schöne Clanbuchdrucken bekommen. Und der Jack hier macht das aber richtig krass hier. Geht schön mit den Sprungzaubern noch ganz am Ende hier schön in die Base rein. Und ihr seht das hier, die Tanks machen wieder alles richtig hier. Die Riesen, die Golems ziehen schön das Feuer auf sich. Die Walküren sind schön außen am Clearen. Das geht dann auch ein bisschen fixer mit denen. Also es sind jetzt gar nicht alle mit reingegangen. Da waren so ein paar mit in der Mitte. Aber hier außen geht es natürlich jetzt schon zur Sache. Und aber ihr seht das hier, der Jack ist auch maxed out RH9. Und da kannst du natürlich solche schönen Angriffe hier auch machen. Ich muss euch nicht sagen, nach wie vor der Appell Level die Helden. Das lohnt sich in jedem Fall. Und rockt damit hier bei RH9 die Bude. Denn RH9 auf RH9 mit Max Helden, das ist, ich hätte fast gesagt, das ist nicht immer ein Dreier, aber es ist schon sehr stark Drei-Stern-lastig, so will ich es mal benennen. Wenn du dann noch ein guter Angreifer bist, wie der Jack hier, dann, ja, dann können ruhig mal ein paar Walküren hier querlaufen. Du hast, ihr seht das hier, selbst der König hat noch richtig Heal-Points. Queen ist noch fast voll. Ja, und hier gab es keinen Heiler, kein gar nichts. Ja, also, das müsst ihr euch auch mal überlegen, wie lange letztendlich die Truppen hier so wenig Beschuss bekommen haben und wie schnell die Base hier eigentlich down war. Kommen wir zum letzten Kampf. Ich habe ja gesagt, RH9 hat hier RH10 gemacht. Das hat diesmal der Lichte hier übernommen. Und ich hätte es genauso gemacht. Ihr kennt die Taktik hier mit den Babydrachen, mit dem Golem und mit den Magiern. Von mir auch. Denn die funktioniert natürlich auch bei anderen. Also auch hier beim Lichtle. Und wir hatten hier in der Mitte, jetzt muss ich mal gerade schauen, das ist ein Single, nee, das ist ein Multi-Inferno. Und der hatte aber hier hinten noch ein Inferno, also zwei Multi-Infernos auf eins, aber den kommt er ja gar nicht zu nah. Er hat hier vier, das finde ich auch cool, vier Erdbebenzauber und nimmt noch einen Sprung und zwei Wut mit. Ich weiß gar nicht, wie meine Kombi ist. Ich nehme, glaube ich, auch immer vier Erdbebenzauber mit. Dann ein Wut, ein Sprung und ein Heil, glaube ich. Ich weiß es nicht genau. Aber der Wut ist hier. Ach nee, ich nehme Gift zusätzlich mit. Ich nehme irgendwie noch ein Gift mit und ein Heil oder sowas. Und er hat hier aber jetzt schon. Ich halte das mal an. Er hat hier jetzt eigentlich schon mit dem Erdbeben aufgemacht. Das ist natürlich super. Das heißt also, der Sprung, den kann er jetzt gleich hier irgendwo platzieren. Jetzt hat er ja schon 45%. Ja, 45 und wir brauchten unbedingt den einen Stern da oben. Das habt ihr gesehen. 42, 40 haben wir gewonnen. Also hätte uns der Stern hier gefehlt, dann wäre das hier eine ganz, ganz enge Kiste geworden. Aber so, nah wie natürlich das Rathaus ist, das bringt jetzt die Prozente hier. Und ich habe ihm auch gesagt, ich sage, nimm den Sprung für die Kante, für den Rand. Denn viel weiter wirst du in die Mitte nicht kommen. Und ist auch so, also der Sprung hier, da springt jetzt noch der Golem. Und dann ist das aber auch gewesen. Ja, da ist noch der King in der Mitte. Und die beiden Infernos geben natürlich den Truppen die Rest. Den Rest aber hat er schön gemacht, die schöne zwei Sterne. Und das waren letztendlich, einer davon war unser Gewinnerstern. Und der Gegner hat dann, hat glaube ich auch aufgegeben. Ja, der hat dann auch aufgegeben. Der erste ist dann wahrscheinlich entnervt hier aus dem Clan raus. Und schön gemacht hier von den True Warriors 2, also RH9 Power. Weiter geht's hier. Wir sind auch schon wieder ganz aktuell im CK. Ihr seht das hier. Ich habe zwei Angriffe zu machen. Die werde ich jetzt auch mit dem RH8 mal planen und machen. Ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem wieder super gefallen hier von den True Warriors und haben wir dann eigentlich Platz. Wir haben manchmal ein paar Anfragen. Oh, 41 von 50. Hier ist ein bisschen Platz drin. Also schöne RH8, RH9. Und ihr solltet natürlich jugendlich mindestens sein. Also bitte nicht, ich nenne ja immer gerne so Zahlen, so unter 12. Ah, das ist immer sehr, sehr grenzwertig hier. Ihr habt das auch in meinen Kommentaren gelesen und ich habe das ja auch in einem Video gesagt, so Handyverbotseltern und das geht ja eigentlich nicht. Das ist, da weiß man dann, die Leute sind zu jung. Da kann sich kein Stamm so richtig raus entwickeln. Nicht unbedingt, aber ich will mich da auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ihr wisst schon genau, was ich meine. Und ich würde trotzdem sagen, macht euch einen schönen Sonntag. Bis dahin, euer Toto. Plätscht.